Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Italia. Ihr seht, dass der Deutz sich hier schon bereit macht. Mensch, das ist aber nett. In der letzten Folge sind wir hier nämlich schon ordentlich durchs Feld marschiert und haben gedroschen und haben den neuen Reichsanhänger da hinten eingekauft, damit das mit dem Abfahren ein bisschen besser hinhaut. Sollen wir mal gucken, was der Deutz da hinten gerade veranstaltet, ob der hier jetzt zu mir kommt. Ja, okay, er kommt zu mir. Er ist also doch noch nicht ganz voll. Und wir haben es in der letzten Folge nicht geschafft, den voll zu machen, um einmal zu gucken, ob das mit dem Abfahren hinhaut, wie es soll. Das müssen wir heute jetzt unbedingt im Auge behalten. Wenn der abfährt, müssen wir also in der ersten Runde einmal dabei bleiben. Nicht, dass der irgendwie an der falschen Stelle ablädt, denn des Italienischen bin ich leider nicht mächtig und die Benennung der Autodrive-Punkte ist halt auch Italienisch. Also der Lage auf der Karte nach müsste es eigentlich richtig sein, aber einmal Safety first, nicht, dass es in die Hose geht. Und das sieht mir ganz danach aus, dass wir hier mit dieser Bahn jetzt auch den Anhänger mal voll bekommen. Oder auch nicht? Oh, da habe ich ein bisschen was stehen lassen beim letzten Mal. Wie konnte mir das denn passieren? Kommst du hier jetzt echt noch so 3 Meter mit und dann fährst du ab oder wie soll das jetzt hier laufen? Wir lassen uns mal überraschen. Wir werden ja sehen, wenn er sagt, so, reicht. Eine Ladung haben wir uns ja quasi schon gebunkert. Und da hinten im Unimog. Der ist auch ziemlich voll mit über 20.000 Litern. Die hoffentlich komplett für uns sind. So, ach, da ist er voll. Habe ich mir doch gedacht. Wollen wir mal gucken, was er macht. Sehr schön. Sucht sich eine Feldabfahrt, wie das aussieht. Ich denke, die Bahn hier können wir zu Ende ziehen und uns auf die andere schon mal wieder draufsetzen, bevor der da ankommt. Ein Stückchen muss er ja fahren. Was haben wir eigentlich für ein Kennzeichen hier? Ah, IA. Ich dachte, das wäre ein ITA für Italia. So, Deutz ist schon außer Sichtweite. Setzen wir den Drescher hier noch wieder auf die Bahn zurück. Mal ein bisschen einfahren. So, und dann springen wir jetzt mal durch und gucken, wo der Deutz hin will. Ah, okay, er ist schon am Kreisel hier, alles klar. Können wir eigentlich den östlichen Eisenbahnknoten? Ja, den können wir markieren. Dann markieren wir uns den mal. Und dann werde ich ja ganz genau sehen, ob das der richtige Punkt ist, wo er hinfährt oder nicht. Dann brauche ich nämlich das HUD auch nicht anmachen.
Ja, so Freunde, die kurze Unterbrechung habt ihr jetzt mitbekommen. Kleiner Cut im Video, weil ich mal ans Telefon musste und so schnell nicht beenden konnte hier. Aber macht ja nichts. Kleiner Sprung im Video. Ich glaube, das werden wir alle verkraften. Dafür sind wir fast schon da. Am östlichen Eisenbahnknoten. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier auch vernünftig hinhaut mit dem Abladen. Na, der Spot ist genau der, den ich vermutet habe. Jetzt mal schauen, ob das Italienisch ausreichend ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, Este müsste eigentlich Osten sein. Es ist ja nah am Spanischen, teilweise, ne? Italienisch. Also nur teilweise. Ist allerdings auch sehr lange her, dass ich Spanisch hatte. Habe ich auch alles verlernt. Aber schön, wie der hier durchzieht und den Stau jetzt hier verursacht. Finde ich gut. Oh, aber sehr knapp. Also größer dürfte der Hänger jetzt auch nicht sein. Ah, der Reisch ist schon eine sehr gute Lösung für diese Karte, finde ich. Den hatte ich auch in der 19er Version. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Es sind ja nicht meine Autodrive-Kurse, muss ich dazu sagen. Die habe ich nicht eingefahren. Wenn das jetzt also hier 1A hinhaut, dann geht das Lob an andere Adresse. Allerdings weiß ich schon nicht mehr, von wem ich die Kurse habe. Und bin auch nicht ganz sicher. Oh, und der Verkehr ist, glaube ich, nicht so gut. Den Verkehr schalten wir mal kurz ab, weil der wird gleich Probleme bereiten, sonst beim Rückwärtsfahren. Ich gehe ganz fest davon aus, dass er da gleich rückwärts vor möchte. Ja, hat er umgeschaltet und jetzt würde er eigentlich sonst auf den Verkehr auffahren. Also wenn ihr hier abfahren lasst. Oh, das sieht gut aus. Ich mache trotzdem jetzt mal das HUD an, um zu schauen, ob sich da dann was tut. Weil da geht jetzt ja relativ viel rein von der Ernte. Wenn das, ja, 50%, sehr gut. Es geht nach oben. Da auf dem Feld gerade nichts passiert, ist es offiziell abgeliefert hier. Sehr schön. 1A das. Läuft gut. Gefällt mir. Oh, meine Tastatur ist zusammengebrochen. 41% für Feld 83 transportiert. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall etwas von der Ladung im Unimog noch abgeben müssen. Schade. Aber okay. Kann man nichts machen. Ist dann so. Aber das funktioniert hier. Das heißt, oh, unsere Schafe. Müssen wir auch mal aufstocken. Es sind ja gar nicht mal so viele. Na gut, wir können dann wieder zurückspringen zum Drescher und dann können wir schon mal weitermachen. Wir haben hier ja noch Raum und Platz drin. Und dann wird der Deutz ja gleich wiederkommen. Perfekt. Dann läuft das jetzt gut, würde ich mal behaupten. Bin sehr glücklich mit der Entwicklung. So, auf der anderen Feldseite wird es interessant. Vielleicht nutze ich da mal nicht VCA jetzt, sondern ziehe da manuell lang, weil das ja jetzt schon so eine ordentliche Biegung drin. Ja, das kriege ich, glaube ich, nicht schön angesetzt. Da fahre ich so ein bisschen rein dann. Das wird wohl besser hinhauen. Ich bin jetzt gespannt, wie lange der Deutz braucht, bis er wieder hier ist.
Kra, kra, kra. Muss das eigentlich so sein, dass das hier an der Seite rausfällt? Oder ist das kaputt? Ah, nee, ist hier auch so. Okay, gut. War gerade ein bisschen irritiert, weil das sah fast aus wie so ein Fehler. Wir setzen mal hier an, würde ich sagen. Deutz noch nicht in Sicht. Wer wird jetzt den langen Weg fahren? Weil so wie der abgefahren ist am östlichen Knotenpunkt, muss der erstmal in die andere Richtung und dann wird er wahrscheinlich eine längere Strecke nehmen. Theoretisch wäre der Weg ja relativ kurz hierher. Ich wollte gerade sagen, so langsam wird es aber Zeit, dass er hier mal ankommt. Und in dem Moment geht's Schneidwerk hoch. Alles klar. Gut. Und wir skippen mal durch und schauen, wo er hängt. Okay, hier bist du erst. An unseren Feldern. Boah, da macht sich schon wieder das Unkraut hier breit. Aber okay, da wird auch noch ausgesät. Steht der? Nee, er fährt. Okay. Er fährt da gerade rüber, deswegen. Alles klar. Gut. Da ich jetzt gerade nicht weiterfahren kann, ist das ein bisschen doof. Nehmen wir mal eben kurz den Stapler so lange. Schnappen uns hier mal paar Paletten, dass sie hier wegkommen. Machen wir das mal so lange eben. Stellen wir die da drauf? Ja, ne? Ich denke mal nach ein, zwei Runden Paletten fahren. Oh! Ah, Ticken. Hätte ich einen Ticken weiter vorgemusst. Jetzt kriege ich natürlich... Ja, die wird umkippen, ob ich will oder nicht. Mit ein bisschen Glück kippt die hier jetzt drauf. Und ich kann drunter greifen. Ja. Gut. Funktioniert super. Kipp zurück. Jawohl. Okay, ich hätte einen Ticken weiter vorfahren müssen. Das habe ich versaut, sehe ich ein. Fahren wir sie halt einzeln. Ich dachte, ich wäre schon weiter über die andere rüber gefahren, aber so kann man sich täuschen. Oh, Honig ist auch ordentlich da jetzt. Sehr gut. In der Hoffnung, dass jetzt keine dazwischen spawnt. Ja, ein bisschen höher, sonst hänge ich fest. Versuche ich es nochmal zwei mitzunehmen? Nee, muss ich außer Außenansicht machen. Einmal abladen. Danke sehr. Ja, ich nehme an, jetzt müsste der Deutz aber auch langsam da sein. Eine nehmen wir noch mit. Dann ist hier auch wieder Platz im Trigger. Warte mal, ich kann die auch darüber schieben. Naja, machen wir mal nicht. Da steht noch eine bei der Bäckerei. Da könnte ich auch mal schauen, ob wir davon ein bisschen nachlegen können. Oh, da in der Ecke ist sie.
Bin ich ein bisschen doof abgestellt. Aber geht aber. Ah, oder auch nicht. Sag ja, doof abgestellt, nicht aufgepasst. Wahrscheinlich musste es da wieder schnell, schnell gehen. Ja, krieg ich dich? Ja, sehr gut. So, dann stellen wir die dahin. Oder sie wird komplett reingezogen. Nee, okay, nicht ganz. Dann stellen wir das hier ab und dann wird er sich das ziehen. Gut. Du kommst hier vor. Auf deinen eigentlichen Parkplatz. Und dann schauen wir mal. Wo ist der Deutz? Da hinten steht er. Sehr gut. Auch wieder am Start. Na dann, machen wir weiter. Keine freie Kapazität für Mehl. Ja. Willst du mir das jetzt echt die ganze Zeit erzählen? Warum geht mein Drescher nicht? Ach so, mein Drescher geht nicht an, weil der voll ist. Richtig, da war was. Ja, dich brauche ich. Auf dich habe ich gewartet, mein Freund. So, komm ran an die Burg hier. Jawohl. Mal gucken, ob der mitkommt. Ist jetzt schon ein bisschen nervig, ne? Dass er das die ganze Zeit sagt. Bring mal eben rüber und dann holen wir die da kurz mit dem starken Bauern einmal weg. Bitteschön. Was, noch mehr? Noch weiter? Bitteschön. Mann, 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 Mann. So, neu anschmeißen. Als wäre nichts gewesen, geht's weiter. Jetzt fahr doch nicht weg. Ist ja auch gleich wieder voll. Ah, nee. Okay. Geht. Aber das könnten wir heute schaffen hier. Und wenn tatsächlich alle Punkte so gut eingefahren sind, dann kann ich das jetzt ja häufiger machen mit dem automatischen Abfahrer hier. Das hat ja tatsächlich sehr gut hingehauen. Einmal auf die Bahn. Ohne den Baum zu treffen. Ja, nee. Das ist die falsche Bahn. Ich muss die daneben nehmen. Ja, genau die. Sehr gut. Arbeit beendet, okay. Aussaat vollendet. Das heißt, jetzt bleibt nur noch die Fläche unter den Weinreben, wo ich aussehen müsste. Ich gehe mal kurz in den Tempomat, in der Hoffnung, ja, er läuft dann weiter. So, wir können ansonsten Gerste, Weizen. Machen wir da nochmal so eine Getreidesorte drauf? Wie ist denn da so der Bestand? Weizen, Gerste. Könnte man machen, ne? Dass ich Weizen nachlege. Machen wir da Weizen drauf. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass der Auftrag hier jetzt vollendet wird. Oh.
Oh, das sieht gut aus. Guck mal, wie sich der Anhänger da schon wieder füllt. Großartig. Aber trotzdem werde ich nicht drum rumkommen, von der Ernte im Unimog auch noch was herzugeben. Die 20.000, die da drin gebunkert sind, die werde ich wohl nicht behalten dürfen. Kann mich wahrscheinlich freuen, wenn 3 überbleiben. Aber gut, ich werde auch sehr eigen. Wird natürlich auch so viel wie möglich davon. Also ja gut, ich würde alles behalten wollen. So, wenn ich hier schon mal so ein bisschen ausschwenke, müssten wir hier auch eine Kurve hinbekommen. Jo, sehr schön. Sieht aber schon wieder ganz gut gefüllt aus, der Anhänger. Vor allem bleibt er gerade auch schön neben mir. Das finde ich gut. Kommen wir etwas zügiger voran. Darf nicht vergessen, dass ich da hinten so eine Ecke habe stehen lassen. Ob das jetzt viel bringt, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber da gucke ich vielleicht mal, dass ich die dann noch irgendwie einmal weghole. Aber das sind, glaube ich, tatsächlich nur 2 so eine Büschel. Macht den Kohl wahrscheinlich nicht mehr fett, wie es so schön heißt. Möchte ich aber eigentlich einmal kurz... nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einmal darauf klicken, damit das weg ist. Ach, dass der immer gleich ausgehen muss. Denn ich wollte hier jetzt nochmal so eine schöne Luftaufnahme haben, dass man auch sieht, jawohl, das geht hier voran. Das Feld wird heute final abgeerntet. Ja, allzu viel ist das nicht mehr, ne? Das kriegen wir heute hin. Also ich nehme mal an, dass der Deutz gleich einen Abflug macht. Machen wir noch mal ein Bildchen von hier. Bisschen niedriger, weil dann sieht man da hinten den Übergang nicht ganz so krass. Sehr schön. Et löbt. Ich würde sagen, der Deutz macht jetzt eh gleich einen Abflug. Ah, da wird nochmal so eine kleine Pause wieder entstehen dann. Wahrscheinlich fährt er jetzt wieder so 2 Meter mit und dann sagt er so, ich muss los.
Jo, da ist er voll. Oh, du darfst jetzt nicht so lange warten da. Gar nicht so einfach von hier oben zu lenken. Das ist wahrscheinlich jetzt der Wechsel einfach in den Drescher. Hupp. Sehr schön. Oh, 20% jetzt. Wir kommen voran. So, auf die VCA-Bahn. Oh Gott, habe ich mich verjagt. Et löbt im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Kaffeebohnen, oder? Vielleicht ein bisschen groß geraten. Oder ist Gerste so groß? Nee, das sind doch wesentlich kleinere Körner. Hier lange nicht mehr umgeschaut, was es hier so alles gibt. So. Da sind wir 57%. Ich hoffe, der Deutz ist schon dabei abzugeben. Aber ich fürchte, das wird hier wieder so ein bisschen Standzeit geben. Naja, können wir die Zeit dann nutzen und den 926, der ist glaube ich gerade mit der Seemaschine unterwegs, ne? Dann schon mal rüberschicken zu Feld 42 unter den Weinreben, dass er sich dann schon mal auf den Weg macht. So, wir laufen auf 80% Füllstand zu. Ja, ich fürchte, da muss noch mal abgetankt werden. Oder es könnte gerade so hinkommen. Obwohl, da ist noch so eine breite Stelle. Nee, das wird nicht ganz klappen. Ein bisschen Platz ist sonst auch noch im Unimog. Den könnte ich hier dann einmal rüberziehen. So, 92. Viel geht nicht mehr.
97, 98. Ich bleib mal stehen. Ist der Deutz in Sicht? Nee. Oh, kannst du eigentlich unten lassen. Aber wenn ich jetzt rausspringe, naja gut, dann geht er halt aus. So, du, mein Freund, darfst dich schon mal umorientieren hier. Zur 42 bitte. Wobei vorher machst du das Stückchen da nochmal eben ordentlich, ne? Sieht ansonsten so schön aus. Da wollen wir das jetzt nicht versauen hier. Das nimmst du noch mit. Danke sehr. Hoppla. Und jetzt darfst du rüberfahren. Wir ändern schon mal die Fruchtart. Sonst vergesse ich das. Das wäre ärgerlich. So, der ist auf dem Weg. Der Deutz ist noch sehr weit weg. Dann schnappen wir uns tatsächlich den Unimog. Bisschen was geht hier ja noch rein. Ob das ausreichend ist? Na, das wird nicht ausreichend sein. Ja, da ist er schon voll. Wie viel haben wir? Ah, 63%. Das wird wahrscheinlich das bisschen sein, das jetzt reicht, damit wir den Rest hier schon mal eben abernten. Das ist krass. In den Unimog gehen anscheinend, wir müssen gleich mal gucken, mit beiden Behältern, die da ja vorhanden sind, anscheinend immer noch nicht so viel rein wie in einen Reich. Ah, für alles hat es nicht gereicht. Okay. Okay. Nehmen wir die Ecke nochmal eben mit. Auch mal wieder ein bisschen näher ran hier. So, und ich bin der Meinung, irgendwo da hinten stand noch ein bisschen was. Oder habe ich mich vertan? Nee, da ist so ein, ja, so ein Büschel. Nicht der Rede wert, aber gut. Nehmen wir das eben mit. Stellen wir den Drescher hier schon mal bereit. Kann der Deutz hier auch wunderbar ranfahren und abtanken, glaube ich. So. Ja, dann gucken wir mal, wo er ist. Da ist die Seemaschine, da fährt der Zug. Da ist der Deutz. Da greifen wir jetzt einfach ein und übernehmen den. Weil ich jetzt gar nicht ganz so sicher bin, was der schnellste Weg ist. Wahrscheinlich oben durch den Kreisel und dann abknicken. Ah, guck mal, der war erst beim Händler. Der war ist ja noch hier. Ewigkeiten entfernt. Da ist ganz gut, dass wir hier jetzt unterstützen. Und dann lassen wir gleich Deutz und Unimog quasi im Konvoi fahren. Und dann gucken wir mal, wie viel für uns überbleibt. Oh,
war ja jetzt kein kleines Feld. Okay, den 926 holen wir auf jeden Fall nicht mehr ein. Der ist schon angekommen. Okay, na gut. Na gut, der war auch ein ganzes Stück weiter vorne. Kürze ich ab? Ja, ne? Ich würde sagen, wir kürzen ab. Eieieiei, wenn das jemand gesehen hat, dann gibt's Ärger. Also was ich aber mal im Auge behalten muss, das ist der Mehlpreis, weil müsste jetzt eigentlich schon relativ viel Mehl ins Lager gepackt haben. Und wenn wir das gewinnbringend verkaufen, das dürfte nochmal einen guten Schub geben. So, du bist wahrscheinlich aus. Schmeißen wir dich mal wieder an. Und dann lad mal den Rest hier über. Mal gucken, wie viel da jetzt rumkommt. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel im Drescher drin ist. Ah, nochmal 6000. Ich glaube, da mache ich es andersrum. Dann lasse ich den Unimog vorwegfahren und ich hänge den Deutz dahinter, weil es wahrscheinlicher ist, dass ich die 6000 behalten darf. Und dann habe ich die da schon direkt drin. Holen wir den mal kurz rüber hier. Oh, auch noch angelassen. So, schon mal auf den hinteren Anhänger. Wir damit gleich starten. Und du darfst jetzt dem einmal hinterher. Ja, 25 Meter ist, glaube ich, okay. Drescher sacken wir gleich wieder ein. Jetzt müssen wir einigermaßen vernünftig fahren, weil er uns ja genau auf der Spur folgt, auf der wir jetzt unterwegs sind. Oh, und ich glaube, ich bin auch schneller als der Deutz, ne? Der fährt, glaube ich, nur 60. Abhängen sollte ich ihn nicht. Oh, das war vielleicht ein bisschen ruckartig gelenkt, aber... Hat ja gepasst. Ach, guck mal, das Feld 42 war sogar falsch. Oh, da ist der Sound weg. Warum? Da ist er wieder. Interessant. Ah, da hinten kommt der Deutz. Okay, wir warten mal ganz kurz. Nicht, dass ich den verliere. Lassen wir ihn mal kurz aufschließen. Und
Nehmen da noch ein Bild von mit, wie wir hier abfahren. Passt gerade so schön hier zwischen den Strommasten. Abfahrer-Action. So. Na, unten im Kreisel hänge ich ihn wahrscheinlich wieder ein Stückchen ab. Gott, hier geht's auf einmal ab. So, ein bisschen langsamer rum. Und jetzt Daumen drücken, dass da ordentlich was für uns abfällt. Mal ein bisschen anders an. Dann geht hier der Helfer raus, damit er uns gleich nicht in den Weg fährt. Erstmal den Anhänger. Man muss ganz schön dicht dran hier. Ja, den werde ich da wohl komplett reinkippen müssen. 72%. Na? Ah, jetzt ist der Rest raus. 83, okay. Jetzt probiere ich mal, ob ich den Anhänger abkoppeln muss oder ob ich da so schräg vor kann. Nee, das funktioniert so nicht. Ich will eigentlich vermeiden, den Anhänger abkuppeln zu müssen. Dafür müsste ich ihn aber auch einigermaßen vernünftig davor setzen. So, und dann zur Seite weg. Ha! Passt. Sehr gut. Jetzt aber mal stoppen. 87. 89. Ja, okay. 92. 93. Okay, da werde ich sogar noch vom Deutz aus. Stopp! Auf einmal ist er voll. Okay, 1475 im Unimog für uns plus die 6000 im Deutz. Dann lassen wir dich jetzt mal abladen beim Hofsilo. Adieu. Und das gleiche machen wir mit dir. Da haben wir nochmal 6200. Ja, 7000. Nicht ganz 7500 Liter, würde ich sagen, aber trotzdem hat sich gelohnt. Hof Silo, bitte sehr. Und ich springe einmal rüber zum Drescher. Der steht da oben noch. Einklappen. Und dann müssen wir den hier gleich vom Feld holen, aufsatteln und dann geht's ab nach Hause damit. Beziehungsweise wir gucken jetzt mal kurz, was gibt's denn da noch für Aufträge? Ist da vielleicht irgendwas reingekommen, was ich davon gebrauchen kann? So, den hier schließen wir jetzt erstmal ab. 12.800 € plus die 7.000 Liter. Danke sehr.
Hier haben wir Weizen zum WEK-Zug. WEK-Zug ist immer das Problem, das geht nicht, aber der westliche Eisenbahnknoten würde gehen. Lohnt sich nur nicht bei 1400 Euro. Zum Gasthaus. Ach, das sind Kartoffeln. WEK-Zug, WEK-Zug, Zug, Zug. Gragnano-Mühle, aber 885 Euro. Da machen wir die Finger nicht krumm. Dann würde ich eher hier den Kalkauftrag annehmen und den nebenbei laufen lassen. Das machen wir mal. Akzeptieren. Was haben wir hier bei den Lieferaufträgen? Davon können wir, glaube ich, auch nichts bedienen. 33.000 Liter Zuckerrüben haben wir, die zufällig rumfliegen. Ich tippe auf Nein. Null. Sehr gut. Da kommt man sehr weit mit. Na gut. Okay, ich glaube, ungefähr mit einem ähnlichen Bild hat der Auftrag hier begonnen. Ich stand vor dem Drescher und so beenden wir den jetzt auch. So. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, freue ich mich über ein Abo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf der Italia wieder. Bis dahin, danke euch. Ciao, ciao.